Vielen Dank, Herr Kollege Mustafizadeh. Für die Piratenfraktion spricht der Fraktionsvorsitzende Dr. Paul. Vielen Dank, mein Lieblingspräsident, liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Zuschauer hier im Raum und daheim. Gestatten Sie mir eingangs erst eine Anmerkung. Wir hatten gestern in unserem Antrag zur Lebensmittelkennzeichnung ein kleines Scharmützel, Herr Lindner und ich, miteinander, in dem ich behauptet habe, dass wesentliche Teile des Hochschulfreiheitsgesetzes in Gütersloh geschrieben worden sind. Und Herr Lindner hat folgerichtig, völlig richtig, hätte ich auch gemacht, mich gefragt, können Sie das belegen, Herr Paul? Herr Lindner, hier sind die Belege. Fragen Sie einen Piraten nie nach den Quellen. Kriegen Sie gleich. Kriegen Sie gleich. So. Verehrte Briefeschreiber, täglich grüßt das Murmeltier. Zum wiederholten Mal gibt es hier eine Debatte zur Steuerpolitik in Deutschland, die nach unserer Auffassung ins parlamentarische Absurditätenkabinett gehört. Die Aneinanderreihung von Schuldzuweisungen sind einfach nur noch lächerlich. Die Analyse der Fakten über die öffentlichen Haushalte, egal ob von Bund, Land oder Kommunen, lassen eigentlich nur einen Schluss zu. Wir müssen die Ausgaben- und die Einnahmenseite beleuchten, Input und Output betrachten, Grundvoraussetzungen einer systemischen Betrachtungsweise, das zugegebenermaßen ein Fremdwort für viele Betriebswirte ist. Aber das mit dem systemisch machen wir ja eigentlich immer im Haushaltsverfahren. Und was in den Debatten aktuell von Ihnen kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, ist ehrlich gesagt mit Blödsinn noch wohlwollend beschrieben. Mir fallen sofort Vokabeln ein wie unseriös, realitätsfremd, marktradikal und staatsdiffamierend. Was Sie hier immer wieder betreiben, verdient noch nicht einmal den Namen Laienschauspiel, denn viele Laien können das. Mit verantwortungsvoller Finanzpolitik hat das nichts mehr zu tun. Sie berufen sich andauernd auf die soziale Marktwirtschaft und streichen direkt und ungeniert das Soziale in Ihren Anträgen einfach aus. Wie großzügig ist in beiden Anträgen davon die Rede, dass die starken Schultern in diesem Land mehr tragen sollen als die schwachen? Ja und? Das ist doch genau der gesamtgesellschaftliche Konsens, der gerade von Ihnen immer wieder in Frage gestellt wird. Mit viel Tamtam und Pathos legen CDU und FDP hier los und arbeiten sich an den Wahlprogrammen der anderen ab, wohl mit dem Ziel, von der eigenen Unfähigkeit abzulenken. Da behaupten Sie einfach, das mit den Phrasen können Sie ja auch ganz gut, ne? Da behaupten Sie einfach, dass keine Handlungsspielräume für Steuergerechtigkeit in Deutschland vorhanden sind und Ihr einziges Argument lautet, NRW habe die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte des Landes. Ja, wo sind denn dann Ihre Einsparvorschläge für den Landeshaushalt? Erzählen Sie doch den Lehrerinnen und Lehrern, dass Sie bei der Bildung sparen wollen. Oder teilen Sie den Polizeibeamten mit, dass der Gürtel noch enger geschnallt werden soll. Oder erzählen Sie den Parteikollegen vor Ort, dass leider kein Geld mehr für Straßen- und Brückenbau da ist. Erzählen Sie den alten Pflegern und Erziehern, dass sie leider keine gute Bezahlung bekommen, weil die öffentlichen Kassen leer sind. Das ist Ihre Folge der Blockadepolitik im Deutschen Bundestag. Und gerade jetzt ist eine Studie des Paritätischen Gesamtverbandes rausgekommen. Da hat man nach Parteizugehörigkeit gefragt, wie das aussieht mit dem Besteuern höherer Vermögen. Und bei dieser Geschichte sagen Anhänger der CDU/CSU, dass sie mit 66% eine positive Meinung zur stärkeren Besteuerung großer Einkommen und Vermögen haben. Sie werden gerade finanzpolitisch von ihrer Parteibasis gefrackt, liebe Kollegen von der Union. Die FDP entlastet lieber Hoteliers und belastet Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit einer Euro-Krisenpolitik, die in Europa so viel Porzellan zerschlagen hat, dass die Wut auf uns Deutsche immer größer wird. Ganz zu schweigen von dieser selbsternannten Alternative, die jetzt die Rede macht in den Medien, die versucht, europafeindliche und sogar demokratiefeindliche Politik in Deutschland salonfähig zu machen. Das sind nicht unsere Dissidenten, das sind ihre. Sie rühmen sich mit einer erfolgreichen Politik im Bund und um uns herum brennt es lichterloh. Den Blick über den Tellerrand hinaus wagen Sie nicht, sondern schwadronieren hier von der Leistung, die sich wieder lohnen soll. Wessen Leistung eigentlich? Die Leistung der Menschen oder die Leistung des Kapitals? Sie merken längst nicht mehr, dass die viel zitierte sogenannte Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gerade in Frankreich und Südeuropa soziale Missstände produziert, die zum Himmel stinken. Dort liegt nämlich die Kettensäge an der sozialen Säule der Nachhaltigkeit.
Wir leben in einem vereinten Europa und ich denke, wir alle, die hier im Parlament sitzen, sind Europäer. Das heißt auch, dass es uns nicht kalt lassen kann, wenn die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien bei über 60% liegt. Wo soll das denn noch hinführen? Alles eine Folge von Merkels Blockadepolitik. Für uns ist die marktkonforme Demokratie und die vielbeschworene Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit als alleinselig machendes Credo eben nicht das Leitbild des politischen Handelns. Und da schließt sich auch der Kreis zu Ihren Anträgen. Es ist mehr als dreist, die Politik der Bundesregierung über den Klee zu loben und die strukturellen Probleme der Länder und Kommunen auszublenden. Das wissen doch längst Ihre eigenen Bürgermeister. Und wir werden auch wieder beobachten können, welche Wendehalspolitik in Richtung Kommunalwahl 2014 wieder vertreten werden wird. Wir brauchen endlich eine neue Betrachtung der Steuerpolitik, um einen handlungsfähigen Staat zu erhalten. Und das heißt, dass die Einnahmenseite deutlich erhöht werden muss. Und wenn Sie in Ihren Anträgen davon sprechen, dass eine Umverteilung des Vermögens in Deutschland nicht stattgefunden hat, dann ist das eine glatte Lüge. Das sind die Dezentile der Vermögensverteilung in Deutschland. Da können Sie unten mal logarithmieren, gucken, was bei der Kurve rauskommt. Anything plotted anything against the yield, anything plotted against anything yields a straight line. Ne? Wo soll die Kurve noch hinführen? Ja. Euro Sixpack, können Sie nachlesen, haben wir in Neumarkt verabschiedet. Vielen Dank. Also die Finanz- und Wirtschaftspolitik in Deutschland ist ganz generell gesprochen nicht mehr auf der Höhe der Zeit und läuft den Krisenentwicklungen hoffnungslos hinterher. Wir sind sicherlich dafür, dass man finanzpolitisch vernünftig agiert. Es geht nicht darum, dass der Staat möglichst viel Geld zum Fenster hinauswirft. Im Gegenteil, wir wären wesentlich härter, was Steuersenkungen anbelangt, als es die Wirtschaftspolitik der letzten 10 bis 15 Jahre war. Aber an den richtigen Stellen. Machen wir uns doch nichts vor. Wenn wir noch den Spitzensteuersatz des konservativen Realsozialisten Bundeskanzler AD Dr. Helmut Kohl in Deutschland hätten, würden wir die Debatte hier ganz anders führen. Und dass Ihnen das wehtut, ist uns klar. Stattdessen stimmen Sie in diesen fast 40 Jahre alten Evergreen ein, der älter ist als Herr Lindner. Steuern senken schafft Arbeitsplätze, Steuern senken schafft Arbeitsplätze. Vielleicht kriegen Sie mit Ihrer Boygroup da noch eine Rap-Nummer hin. Und wenn das nicht passt, nehmen Sie Herrn Laschet und Herrn Laumann dazu. Dann kippt das Ganze ein bisschen in Richtung Oberkreiner. Wir benötigen einen Maßnahmenkatalog und einen Paradigmenwechsel in der Steuerpolitik, um Teilhabe und Wohlstand der Gesellschaft in Deutschland und in ganz Europa sichern und auszubauen. Und gleichzeitig gilt es, endlich die Finanzmärkte an die Kandare zu nehmen. Und dies muss durch eine echte Finanztransaktionssteuer geschehen und nicht diese Merkelsche Light-Version davon. Das ist auch europaweit möglich und so weiter. Darüber hinaus, ja, lesen Sie unser Euro-Sixpack. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf den Wahlkampf. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die Landesregierung spricht der Finanzminister, Herr Dr.